Aber, naja, gut. So ein Mist. Shinto-Safari bitte, ja. Ich habe gehört, ihr wart fertig. Wenn hier etwas Skype bei gewesen wäre, es wäre so schön gewesen. Aber nein. Naja, gut, okay. Immerhin Schuppen, das ist auch gut. Dann mir geht's vorbei. Ich möchte den Schildhof-Safari bitte losschicken. Für 600 Points. Schicken wir ruhig nochmal dahin. So, jetzt kann ich auch gleich die Objekttruhe benutzen, um meine Sachen voll zu machen. Warum kann ich von jedem verkackten Monster die Platte machen, außer von dem Dimonjo? Willst du mich eigentlich... Ja, wäre ja zu einfach, ne? So ein nutzloses Ding, ne? Auf zur Gardine! So, auf geht's. Erstmal bekannt machen, gucken, ob irgendwas hier ist. Nö, hier ist nichts Besonderes. Schade. Dann wollen wir den komischen Vogel mal fangen, ne? Also ich meine, letzten Endes gibt es uns Geld ohne Ende, wenn wir den öfter machen, ne? Also ich möchte jetzt auch nicht meckern über Geld, ne? Fahren wir ein bisschen Kohle. Ist auch nicht schlecht. Weil ich könnte mir vorstellen, dass das gerade, wenn wir dann in das Late Game kommen, also wenn wir dann auch ich wollte doch erst noch zurück zum Lager, aber naja, gut, wenn du unbedingt direkt kämpfen willst. Ich will nicht gemein sein, der erste Schlag, den hat er sich an sich gerissen. Zwar ganz ordentlich. Der hat nicht gut geklappt von meiner Seite aus hier. Jetzt komm doch auch mal an mit deinem Ding.
Übrigens war gerade der Baum auf. Der kleine dünne Baum war übrigens beim Ausweichen im Weg. Echt, ich könnte. Das ist kein guter Kampf jetzt schon nicht, ey. Das Spiel ist schlecht. Kannst du mich bitte... Nee, lieber nicht tot machen, das ist eine Untersuchung. Kann ich nicht einfach ein würdiger Gegner gegen dich sein? Ich habe gefühlt, habe ich 2 Schaden gemacht bis jetzt. Einfach schon 200.000 oder so. Hätte ich mal auch mal ein bisschen Schaden hier, ey. So einen schlechten Anfang hatte ich, glaube ich, noch nie gegen ihn. Ich bin immer noch nicht tot, vor allem. Das ist so... Doch, ich war tot. Okay, immerhin, ich war verdient tot, ja? Oh! Nee, wisst ihr was? Ich bin fair... Der hat gut gekämpft, ich lasse ihn am Leben. Das hat keinen Sinn und Zweck. Ich weiß nicht, warum ich das gegen den... Das hat einfach keinen Sinn und Zweck gehabt, der Kampf. Ich lasse ihn gewinnen. Es ist vollkommen legitim und es ist vollkommen okay, dass man sich beim überlegenen Gegner einfach mal zurückzieht. Weil es hat ja keinen Sinn und Zweck. Genau wie am Anfang. Das war, glaube ich, der schlechteste Kampf, den ich seit langem abgeliefert habe. Also, so schlecht habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Das hat ja mit, war ja jenseits von Gut und Böse, zu Recht auseinandergenommen worden. Das Gute ist, wir verlieren nichts. Es ist alles gut. Passiert halt manchmal. Der Demonjo, das muss man ihm auch echt lassen. Der Demonjo ist ein krasser Gegner, der halt auch echt gut austeilen kann. Ne? Also der ist nicht handsam. Auch wenn ich das sehr ärgerlich finde, dass ich jetzt eine Untersuchung dafür verschwendet habe. Aber davon haben wir noch 7 Stück. Ich hoffe, dass wir die nicht alle brauchen. Um den Skype zu bekommen. Ich hoffe, dass wir das innerhalb der nächsten halben Stunde, also vielleicht noch 2-mal oder so, dass wir das in der nächsten halben Stunde schaffen. Vielleicht auch etwas mehr als eine halbe Stunde. Warum kannst du mich nicht einfach da rausbringen, wo ich hin möchte? Ich möchte nicht nach hier. Nein, ich möchte nicht, dass ich baue das auch nicht ab. Es ist mir egal. Oh, es kann echt... Immer wenn er mich irgendwo anders rausbringt, habe ich danach nur Pech. Der Demonjo ist gerade da oben. Nein, ich möchte nicht zu dem Lager. Ich möchte zu dem Lager, möchte ich so. Soll er mich doch einfach da absetzen, wo ich sage? Das regt mich auch richtig auf gerade. Das triggert mich. Wo muss ich hin? Da.
Sehr gerne. Anjanath gegen Demonjo stelle ich mir aber auch interessant vor. Einmal in der Mitte durchlaufen würde, danke. So, man läuft ja gerade von mir weg und wieder nach oben. Das ist unglaublich. Hopp. Als hätte er Angst vor mir. Also brauchst du keine Angst vor mir haben. Ich bin nicht so der Demonjo-Jäger, um ehrlich zu sein. Toll. Ja, und deine Jägerbindung bist du auch nicht, weil ich fuhr nur doof rum. Immerhin gehörte mir diesmal der erste Schlag, ja. Auch wenn er mehr oder weniger gut war. Immerhin ist er vergiftet. Also das habe ich schon mal geschafft. In der Mitte von zwei Monstern zu stehen, ist immer blöd, wenn die größer sind als man selber. Aber jetzt haben wir wieder Glück und Hilfe von dem Anjanath minimalst. Auch wenn er gerne ein bisschen krasser angreifen könnte. Immerhin ist er vergiftet, das können wir auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall zu unserem Vorteil, würde ich behaupten, ja. Der arme Anjanath, er kann da nichts für. Wie ist er trotzdem? Hauptsache, der Demonjo ist einfach die ganze Zeit vergiftet, weil er von einem Gift kehre ich halt auch einfach in den nächsten rennt, ne? Ich konnte nichts tun. Wirklich, ich konnte gar nichts machen. Aber es ist okay. Weil damit kann ich noch irgendwie leben. Weil da kann ich noch sagen, okay, es war mein Fehler, ich habe nicht hingeguckt. Natürlich war es eben auch mein Fehler, ich habe eben einfach schlecht gespielt, das ist mir auch klar, aber. Erfolgreicher, ne? Die Anjanath möchte ich nicht erforschen, weil wenn ich Anjanath erforsche, ich gehe unten lang, da sind nämlich Fußspuren. Nicht gut.